Schnelle Kurven, eine tolle Strecke und das alles mit einer atemberaubenden Aussicht. Am nächsten Wochenende startet der historische Bergsprint zu Walzenhausen. 2 Kilometer von Walzenhausen auf Lachen mit 12 Kurven und 155 Meter Höhendifferenz. Bewältigt wird die Strecke von Oldtimers, Traumautos und Lieblingsdörfern. Aber schauen Sie selber. Und so ein alter Simca-Bloch noch um die Ecke. Erst Wochenende ist Bergsprint Walzenhausen. Victor Ohner, Mitglied vom OK, herzlich willkommen bei uns. Also, da schlägt das Motorsportherz schon ein bisschen höher bei diesen Bildern. Oder? Ja, eindeutig. Aber nicht nur eigentlich das Motorsportherz, sondern ganz generell der, der auch die Natur sucht, der gerne alles hat, das eingebettet ist in der Natur und sich dort vergnügt, einen Tag lang, der kommt in Walzenhausen tatsächlich voll auf die Rechnung. Da war das Bild, wo die Straße unten raufkommt und man sieht herrlich ab. Die Wetterprognosen sind ja nicht so schlecht. Also, das könnte eine trockene Angelegenheit werden. Als ich ein bisschen nachgelesen habe, bin ich erstaunt gewesen, wie verwurzelt eigentlich der Automobilrennsport nicht zuletzt auch wegen dieser Region dort draussen in der Ostschweiz war früher. Ja, es ist das erste Bergrennen 1907 in Altstetten auf der Ruppe. Das ist das erste überhaupt gewesen. Das hat es nur einmal gegeben. Und dann ist ab 1910 in Walzenhausen, respektive Rinnig, Walzenhausen-Lachen gefahren worden. Und seitdem, mit den Kriegsunterbrüchen, die man hatte, und nach Le Mans 1955, wo Bergrennen generell und Rennen verboten worden sind, hat es die Unterbrüche gegeben. Und sonst ist eigentlich permanent immer Rennsport geboten worden in Walzenhausen. Jetzt ist es ja kein Bergrennen, sondern es ist ein Bergsprint. Was ist da der Unterschied? Ja, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, ganz wichtiger. Und die Erklärung ist eigentlich vielleicht am einfachsten so. Der Bergsprint Walzenhausen ist eine fahrende Ausstellung von 100 Jahren Motorrennsportgeschichte. Aber Sie lachen doch ordentlich jetzt lach auf, Sie oder? Sie lachen, denn das ist ein, ein Erlebnis für alle Sinn. Also in einer Ausstellung sieht man die Autos ja auch, aber da fahren sie eben, da hört man es auch, man schmeckt ein bisschen den Benzin und man kann es auch anlangen. Unten im Fahrerlager kann man mit den Fahrern reden, kann die Technik bewundern. Das ist ja unglaublich, was die Auto, wie die Autos gebaut worden sind vor 100 Jahren und heute noch den Berg drauf fahren. Aber bei einer Höhendifferenz muss man so bei filigranen Oldtimer fast ein bisschen Angst haben, dass ihnen nicht der Schnuff ausgeht. Also, in welchem Zustand sind die Autos denn? Die Autos sind natürlich unheimlich gepflegt. Also wer so ein Auto hat, der ist mit Leib und Seele bei dem Auto dabei und macht alles, damit das Auto intakt ist. Und für viele ist das ja auch die einzige Möglichkeit, mit dem Auto überhaupt zu fahren. Und das ist dann natürlich das Schönste für den Besitzer, wenn er das Auto zeigen kann. Und da hoffen wir, dass es möglichst viele Leute zeigen kann. Bei schönem Wetter rechnen wir mit 10'000 und mehr Zuschauern an diesen beiden Tagen. Das ist eigentlich auch der Antrieb von denen, die so ein Auto haben, dass sie das können bewegen und dass sie das können zeigen können. Ist bei so einem Bergsprint einmal einfach, die Automobilisten mit ihren tollen historischen Gefährten zu gewinnen? Oder muss man da sagen, nein, die Strecke ist sicher, nein, es geht gut? Also sich bewerben? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass die Fahrzeuge kommen?
Ja, die Fahrer sind interessiert. Also Walserhausen-Lachen, das Rennen hat einen sehr guten Namen, schon aus der Aktivzeit, wo das noch ein Rennen war. Und jetzt sind die Fahrer sehr gerne da. Sie werden gut betreut, geniessen im Übrigen auch die schöne Aussicht. Und das Fahrerlager hat grosszügig den Platz dort, können ihre Leute mitnehmen und schätzen das, dass das Publikum dann auch applaudiert. Also es wird wie in einem Rennen applaudiert, wenn einer Kurve gut fährt, dann kommt der Applaus über. Und wenn er wieder oben runterfährt und dann stark geht, dann wird der frenetisch bejubelt und das ist eigentlich der Antrieb. Die zahlen sogar ein Startgeld, dass sie überhaupt bei dem Bergspringen können dabei sein. Aber es ist so eine Familie, die sich zusammenfindet. Das findet alle 3 Jahre statt und es ist so eine Win-Win-Situation tatsächlich. Haben ja Samstag und Sonntag haben das gleiche Programm. Mhm. Also wer am Samstag nicht kommen kann, verpasst keins von diesen Autos. Am Sonntag kann man auch schauen. Genau, ich kann auch natürlich beide mal kommen. Es ist auch ein Erlebnis für die ganze Familie. Also es gibt einen Familienpass. Vater, Mutter mit 3 Kindern können für 35 Franken den ganzen Tag den Bergsprint dort geniessen. Also man würde eben auch vor allem versuchen, den jungen Leuten, die alten Autos ja nicht mehr kennen, selbstverständlich, denen zu zeigen, wie das Auto entstanden ist, wie sich die Renntechnik überhaupt weiterentwickelt hat. Und wir haben etwas Besonderes miteinander ausgeknobelt, nämlich man kann mitfahren, wenn sie möchten. Und zwar mit einem ganz besonderen Auto. Und das schauen wir uns jetzt gerade schnell an, mit was für einem Auto, dass sie mitfahren können. Und zwar ist es der Bruno Eichmann, der dort dabei ist. Und vielleicht, Victor Rone, du kannst etwas sagen, was für ein Auto, das wir da zur Verfügung haben und wo man kann als Taxifahrt, wie es heisst, da drauf. Ja, ich glaube, das ist ein einmaliger Preis. Es ist ein Preis, den man sonst eigentlich nie gewinnen kann. Es ist tatsächlich für die Zuschauerinnen und Zuschauer von TVO die Möglichkeit, dass sie dort rauffahren können. Der Porsche, der hat natürlich ziemlich Dampf. Der Fahrer ist einer der besten in Europa, ein Langstreckenpilot, aber auch Bergpilot. Und da geht also die Sache dann schön ab. Aber selbstverständlich, alles im Rahmen von der Sicherheit. Man schaut natürlich, dass da alles auf der sicheren Seite bleibt. Und wenn es dem Passagier dann ein bisschen zu schnell geht, dann kann er Bruno Eichmann auf die Knie tippen, dann geht er sicher auch ein bisschen vom Tempo weg. Das. Sehr schön. Und die Frage, die Sie können beantworten auf der Adresse wettbewerb@tvo-online.ch ist, welcher dreifache Motorrad-Weltmeister ist Ehrengast am Samstag, am 31. August, am Bergsprint zu Walserhausen? Ist das der Luigi Taveri oder der Valentino Rossi? Also welcher dreifache Motorrad-Weltmeister ist Ehrengast am Bergsprint? Ist das der Luigi Taveri oder der Valentino Rossi? Und du bist auch schon mitgefahren mit dem Bruno Eichmann, so aus dem Gefühl heraus? Ich bin mit ihm noch nie mitgefahren, aber ich bin mit anderen mitgefahren. Mhm. Und es ist ein Riesenerlebnis. Es ist einmalig. Also der Schweiß läuft einem aber. Aber das Gefühl ist, man fühlt sich sicher. Der Gast muss dann auch 18 Jahre alt sein, also damit die 3-Punkt-Gurte können angeschnallt werden, damit der Helm auch passt. Man kann das nicht mit Kind machen, selbstverständlich. Aber das ist ein riesiges Erlebnis und eben ein Erlebnis, das man nie noch gewinnen kann. Wunderbar. Dann machen Sie doch mit und sind Sie dabei. Besten Dank, Victor Rohn. Morgen lernen wir dann jemanden kennen, der da mitmacht und er zeigt uns auch seine Boliden. Also morgen im 60 Minuten noch mehr ein bisschen Motorsport.